Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report hier. Ich weiß nicht, ob es die Folge sein wird, aber ich gehe stark davon aus, dass es die Folge ist, auf die wir alle gewartet haben, in der wir den großartigen Aditya retten werden und herausfinden werden, was sein Geheimnis ist. Hoffe ich mal. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm einen Antrag gemacht. Der hat ja gesagt, und wir heiraten morgen. Bisschen kurzfristig, aber why not? Ich stehe auf Spontanität und er scheinbar auch. Aber ja, jetzt ergraben wir hier noch ein bisschen durch die Gegend, um eventuell noch das ein oder andere Ding in unser Garten zu stellen. Und meine Motoren nehme ich einfach aus Prinzip mit. Aber für all die Motoren, die ich gerne gehabt hätte, die Denkmodose, die brauche ich definitiv nicht. Brillengas brauche ich auch nicht. Egalopines Fest, ja, nee. Denkmodose. Denk mir Dose, kopierendes Pferd. Alte Sprechanlage haben wir auch schon safe. Die kann ich ja nicht draußen ausstellen. Joystick eben auch nicht. Ja komm, dann gehen wir zur Denk mir Dose da hoch. Ah, schönen Schläger. Da freut man sich. Wir können auch mal angeln gehen. Angeln macht doch auch mal so viel Spaß und Freude. Vielleicht angeln wir den goldenen Ring mal wieder. Den wir letztes Mal zwei Königsfische nacheinander geangelt haben. Ja, da komme ich nicht ganz. Komm, jetzt. Wir haben genügend gefunden. Wir machen morgen einen schweren Tag vor uns. Wir müssen morgen heiraten. Wir müssen pünktlich ins Bett. Oh, aber was mir jetzt gerade einfällt, ist, wir haben gar kein Doppelbett. Nicht, dass ihr meine Hochzeit absagt, weil ich kein Doppelbett rumstehen habe. Aber ich kriege um die Uhrzeit auch nirgends mehr schnell ein Doppelbett her. Ich hoffe, das ist morgen kein Problem, kein Hindernis. Ja, ich habe kein Doppelbett. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, Akka bildet heute nochmal vorbei, weil wir da eben. Ja, wir haben nichts Neues, oder wir finden nichts. Hey, komisches Gasgefäß. Die Säule habe ich hier echt nirgends stehen. Okay, die habe ich wohl schon im Museum. Das heißt, ich stelle die einfach irgendwo auf. Zum Beispiel hier. Oh, was hat Dark wieder eingesammelt? Der sammelt gerade alles, glaube ich, ein. Bitte mehr Weizensamen. Ah, dann pflanze erstmal die anderen an und dann gebe ich dir die Weizensamen wieder zurück. So, was machen wir da als nächstes? Magnesium wird auf jeden Fall nicht. Wir haben kein Magnesium. Da machen wir mal 50 hiervon, weil wenn wir das dann haben, dann haben wir da voll. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt kein Doppelbett habe. Das kann ich jetzt nehmen und reinstellen in unsere Fabrik. Und ja, ich weiß, dass ich die Fabrik richtig scheiße aufgestellt habe. Oh, das könnte ich auch nicht mitnehmen. Ja, was ist das für ein Knopf? Ja, davon habe ich doch noch so eine Schneidemaschine, die keine Sau braucht. Jetzt kommen jetzt alles einfach mal da rein. Okay, ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das lustigerweise schon mal allein schon einmal auf YouTube durchgespielt. In dem habe ich es ja auch ein paar Mal durchgespielt. Paar Mal oft. Ja. Kann man hier so Sachen herstellen, gell? Also zum Beispiel so Kugeln irgendwie. Oder hier Titan bauen, genau. Aber ich habe kein Titanium mehr jetzt. Eigentlich müsste ich alles hier drin herstellen. Ich glaube, das wäre richtig sinnvoll, wenn man das tun würde. Aber jetzt müsste ich alles, glaube ich, da reinwerfen. Hier der Bosat. Ja, hier bei den Materialien ist halt höchstens mal was Neues dabei, aber ansonsten. Ich kann halt auch Sachen vom Fertigungstisch machen. Aber ja. Müssen wir mal drüber überlegen, ob das Sinn macht. Gut. Ich hoffe, mein Tieren geht's gut. Ich habe die schon länger nicht mehr gesehen. Weiß nicht, ob die noch leben. 17 Stunden nur noch meine Eisenbahn. Oh nein. So, jetzt läuft die wieder ein bisschen.
3 Tage, 4 Stunden. Ja. Läuft schon alles irgendwie. Oh, ich habe einen Teil fürs Pferd vergessen, sehe ich gerade. So. Was machen wir jetzt Spannendes? Ich hoffe halt echt, ich kann heiraten. Sonst habe ich ein Problem. Weiß nicht, ob er dann so vor dem Altar stehen so einen Rückzieher macht, weil ich vergessen habe, ein Bett zu kaufen. Das wäre halt richtig scheiße. Und ich traue ihm das halt lustigerweise sogar zu, dass er das macht. Hallo, Ginger. Sagst du was zu unserer Ehe, zu meiner Ehe? Okay. Hi. Ist das für, ach, das ist die ganze Familie, die da heimgeht. Ursula. Okay. Würde ich mal sagen, wir gehen auch schlafen. Okay, und wann stalkt ein bisschen Doktor? Ist ja nichts Neues. Ist das so eine Riesenfrucht? Also, ach, kann echt mehr düngen. Na gut, wir gehen jetzt einfach mal schlafen und schauen, was passiert. Wir können ja notfalls den Tag neu spielen. Mal schauen. Okay, wir haben Tag 8. Es geht los. Notfalls muss ich halt zum Pauli rennen und ein Doppelbett kaufen. Er in seinen Arbeitsklamotten. Irgendeiner am Keyboard. Wer ist das? Hä, ist das sonst auch mein Keyboard? Mit der Macht, die mir vom Heiligen Geist verliehen wurde, erkläre ich euch hiermit unter der ewig werdenden Sonne als vereint. Wow, er muss sich runterbücken zu mir, um mich zu küssen. Oh mein Gott, wir küssen uns. Aber nur so hier Filmkuss. Oh mein Gott, er ist mein Ehemann. Oh, was machen wir denn? Wie soll er mich nennen? Liebling? Schatz. Prinzessin, ich möchte eine Prinzessin sein. Ich hole mir jetzt alle zu, meine ganzen Freunde und Bekannte. Ja, wir haben geheiratet. Princess? Bin so froh, dass es geht. Wollen wir uns morgen verabreden? Meine Werkstatt gleich in der Früh. Okay, nenn mich Prinzessin. Und ich sollte mir ganz dringend eine Doppelbett kaufen. Bei mir der Bank. Gut, da waren jetzt meine ganzen Freunde anwesend, deswegen war das, glaube ich, nicht so viel los, aber das war meine Hochzeit. Ganz ehrlich, wenig spektakulär. Also es war halt schon gut was los, aber wenig spektakulär. Wer will na da schon wieder eine Main-Mission mit? Die Kürbisprinzessin, der Weg zum Mond, was ist passiert? Okay. Es gibt schöne Aufgaben und es gibt Kackaufgaben. Ursula, was brauchst du denn für eine Aufgabe? Die Zeit läuft, okay. Wir müssen schnell sein. Okay, ja. Schwer. Okay. Okay, ich möchte einen schweren Pfad bauen. Hallo Martha, unterhalten. Oh, Meeresfrüchte, Paella. Klar, nichts einfacher als das, what the hell. Ein Schmuckkästchen und eine Meeresfrucht, Paella. Natürlich. Na, ich schaffe jetzt eh nicht mehr pünktlich vor Higgins, glaube ich, da rein. Das heißt, ich mache jetzt einfach mein Ding. Brauche von dir ein Doppelbett. Das ist ein Doppelbett. Danke. Dann schaue ich, wer da oben noch was will. Es ist halt ein gewöhnlicher Montagmorgen. Hat man immer ein bisschen Stress. Okay, Merlin, aber da hinten mal, okay. Hier, bitteschön. Au, au. Gut, hallo Merlin. Ich habe geheiratet, was ich so zu finde. Ja, was brauchst du? Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Was ist los? Keiner hätte vor ihr herziehen können, ja. Was? Ja, was wäre, wenn. Okay. Ja, ich finde heraus, was los war im Forschungszentrum umhören.
Ich habe heute nichts anderes zu tun. Ich muss ja nicht hier irgendwie fortgeschrittene Steuereinheiten bauen. Oh, ich hoffe, ich brauche keine KI-Chips jetzt. Ich glaube, da flippe ich ein bisschen aus. Justin. Did you see anyone enter the res- Now that you mention Nein. it, I, that's oddly specific. Hey, I'm a tailor. Ja, ich bin Schneider. So. Dann nehmen wir mal den Auftrag an im... Adi, ich könnte mir einfach Geld geben, dass ich das in meinem Lebensunterhalt hier irgendwie leiste. Irgendwie macht er nichts. So. Lauter A-Aufträge. Ich hoffe, das andere, was er genommen hat, war natürlich schlecht, aber... Okay, das wird viel Geld bringen. Was in dieser Stoff ist asozial. Ich nehme den Remington mit den Gummiriemen. So. Okay, da unten will jemand was. Wollt ihr alle mit mir daten? Leute, ich habe eigentlich keine Zeit. Ach, die wollten alle daten, aber ich habe einen... Okay, klar, kann ich machen. Aha. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, der Typ ist auch creepy. Von der Handelsgilde behalten. Von der Zivilgruppe behalten. Von Ursula. Okay, komm zu mir, ich weiß schon. Ich muss Dingsies bauen. So, aufräumen. Dann stelle ich mal kurz mein Doppelbett auf. Dass da hier Adi hier nicht enttäuscht ist, wenn er in seine neue Wohnung kommt. Da kann ich das irgendwie drehen. Ich möchte das ihm mittig hier einfach vom Raum stellen. Okay. Ja, dann steht das einfach hier mittig. Kann ich irgendwie hier... Nee, ich möchte nicht aus Versehen schlafen. Das kann ich mal anders machen. Gut. Okay, der rennt da so ein bisschen. Gummiriemen. Oh Gott, ich habe kein Qualitätsbilder mehr. Okay, da habe ich nichts Neues. Wally-Leder bräuchte ich ein bisschen... zwei Stück vielleicht. Krass. Was brauche ich denn für das ganze Ding? Ein fortgeschrittenes Steuereinheit. Ein KI-Chipset. Okay, zwei Schaltpulte. Glaube ich hin. Zwei Schaltpulte. Zwei da davon. So, dann können wir das schon mal bauen lassen. Also einfach dann ein Verbundstahlträger. Kein Stahlträger, Aluminium. Man kann ja alles da. Militärmotor, ich glaube, da muss ich welche kaufen. Das haben wir da. Dann. Was muss ich noch machen? Aufgaben. Okay, dann hole ich mir mal wieder einen Dünger. Stelle ich wieder selber Dünger her. Ich kriege jetzt immer Tierkot von meinen Hühnchen. Ist doch super. So, ein bisschen Harz. Geil. So. Kommt der Adi etwa nach Hause? Ich glaube schon. Oh mein Gott, er ist einfach bei mir zu Hause. Ich glaube, er war noch nie bei mir zu Hause. Okay. Ja, für Toadie könnten wir nochmal eine Angel machen. Beziehungsweise ich möchte eine Party planen, dann kann ich gleich Einladungen verteilen. Heute ist Montag, das heißt, ich kann wieder alle möglichen Leute einladen zu mir. Weiter eine Feier vor. Ja. Hier, es ist morgen Verabredung mit Adi, okay, am 10. 10 Uhr morgens. So, du kriegst natürlich gleich eine Einladung. Da werde ich da sein. Toadie, du kriegst auch eine Einladung. Erstmal Kaffee. Bitte sag ja.
Sievert, ich will dich eigentlich nicht einladen. Also keine, die wo eigentlich kein Gesicht haben, da schon auf der Map möchte ich einladen. Ja, Sonja, du könntest doch kommen. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag Zeit habe. Ja, wir fragen einfach alle, die wir gerade treffen. Hallo. Hallo. Kommst du? Nee. Gut. Okay, ich sehe ja gerade, wir müssen mal einen Cut machen und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time Headquarter. Bis zum nächsten Mal. Bye.